Michael Neumann wird beschuldigt, aus Eifersucht ein Lagerhaus angezündet zu haben, in welchem seine Ex-Freundin und ihr neuer Liebhaber eine Liebesnacht verbrachten. Legte Michael aus verletztem Stolz das Feuer? Erheben Sie sich. Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Alexander Holt. Bitte nehmen Sie Platz. Herr Neumann, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen schwerer Brandstiftung. Nachdem das ein Verbrechen ist, verhandeln wir als Schöffengericht. Anklage wird vertreten durch Herrn Staatsanwalt Lukas. Ihre Verteidigung ist Frau Rechtsanwältin Lang. Ja. Nehmen Sie in der Mitte Platz, bitte. Herr Neumann, zunächst zu Ihren Personalien. Ihr Vorname ist Michael. Ja. Sie sind am 18.07.78 in Wolfsburg geboren. Ja. Sie sind ledig, Sie wohnen auch in Wolfsburg. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Heizungsbauer, ich mache aber lieber Musik. Aber Sie arbeiten im Betrieb Ihrer Eltern. Ja. Wie viel verdienen Sie da im Monat? Etwa 1.400 Euro netto. Netto. Kommt darauf an, wie viele Auftritte wir haben. Ja, Herr Staatsanwalt, die Anklage bitte. Die Staatsanwaltschaft legt aufgrund ihrer Ermittlungen dem Angeklagten folgenden Sachverhalt zur Last. Am Morgen des 2. September 2001 gegen 3.30 Uhr legte der Angeklagte im Eingangsbereich der als landwirtschaftliche Lagerhalle genutzten Ebnerhalle in Wolfsberg im Harz ein Feuer, um sich auf diese Weise am Inhaber der Mühle, Herrn Sascha Ebner, dafür zu rächen, dass dieser ihm seine ehemalige Freundin Christina Golling abspenstig gemacht hatte. Da sich die beiden zu diesem Zeitpunkt vom Angeklagten unbemerkt in der Lagerhalle aufhielten, erlitten sie durch den Brand eine leichte Rauchvergiftung. Frau Golling erlitt zusätzlich eine Brandverletzung am Hals. Dies hätte der Angeklagte vorhersehen und vermeiden können. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 150.000 Euro. Strafanträge wurden form- und fristgerecht gestellt. Zudem bejaht die Staatsanwaltschaft das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung. Der Angeklagte wird daher einer schweren Brandstiftung in Tateinheit mit zwei tateinheitlichen fahrlässigen Körperverletzungen beschuldigt, strafbar gemäß § 229, 230, 306 Absatz 1 Nummer 3, 306a Absatz 2, 52 StGB. Danke, Herr Staatsanwalt. Wird Ihr Mandant Angaben zur Sache auch machen? Ja. Ja, Sie haben ja den Vorwurf gehört. Ja, das ist absoluter Quatsch. Ich habe mit dem Brand nichts zu tun. Ich war nicht bei der Mühle. Ich bin unschuldig. Haben Sie am Vorabend dieses Brandes Streit mit Ihrer Ex-Freundin und der neuen Freund gehabt? Was heißt Streit? Ich wollte vernünftig mit ihr reden. Und sie ist dann aber gleich zickig geworden. Und auf einmal haben wir uns gestritten. Und dann hat sich auch noch der Ebner eingemischt. Und da war ich natürlich sauer. Stimmt es, dass Sie sich fast mit dem Herrn Ebner geprügelt haben? Ach, nicht geprügelt, aber... Ich war einfach sauer, dass er sich in eine Sache eingemischt hat, die ihn überhaupt nichts angeht. Das ist eine Sache zwischen Chrissy und mir. Haben Sie gedroht, ihn fertig zu machen? Ob als eine Zeugenaussage, Sie hätten gedroht, ihn fertig zu machen? Kann schon sein, dass ich sowas Ähnliches gesagt habe. Aber das lag halt daran, dass ich so wütend war und dass er sich da eingemischt hat. Haben Sie die beiden mit dem Motorrad verfolgt? Ja, verfolgt. Ich bin hinterhergefahren, weil ich noch mal vernünftig mit Chrissy reden wollte, wie gesagt. Und sie hat dann aber gesagt, ich soll abhauen und dann sind die beiden halt den Weg zum Mühlenbach rein und ich bin dann auch nach Hause gefahren. Wie haben Sie sich gefühlt, als Ihre Ex-Freundin Sie weggeschickt hat? Ja, super, als ob ich gerade den Jackpot geknackt hätte, blöde Frage. Also es gibt keine blöden Fragen, ja? Es gibt höchstens blöde Antworten, das ist überall so und hier erst recht und es geht ja um einiges. Also waren Sie eher wütend oder deprimiert? Ich war stocksauer, aber ich habe trotzdem deshalb nicht die Mühle angezündet. Sie sagten, Sie sind heimgefahren, sind Sie auf dem Weg nach Hause irgendjemand begegnet? Nein. Zu Hause Sie noch jemand ankommen sehen? Nein. Waren Sie in der Nacht bei der Ebner Mühle? Ich war nicht bei der Ebner Mühle. Ich bin noch ein bisschen umhergefahren, um mich abzureagieren. Und dann bin ich halt irgendwann nach Hause gefahren. Aber ich habe die Mühle sicher nicht angezündet. Herr Neumann, warum geben Sie nicht einfach zu, dass Sie es waren? Ein Geständnis wirkt sich immer günstig aus. Ich war es nicht. Und wenn ich es gewesen wäre, dann hätte ich mir bestimmt ein Alibi besorgt. Darauf können Sie Gift nehmen. Warum soll er übrigens was zugeben, was er nicht getan hat? Herr Staatsanwalt. Das werden wir ja sehen. Ja. Fragen noch unsererseits, ihrerseits? Nein, keine. Tritt man die Beweisaufnahme ein. Die Frau Golling, bitte. Sie nehmen hier Platz. Zeugin Golling, bitte.
Frau Kolding, nehmen Sie bitte hier Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeugen die Wahrheit sagen müssen. Sie könnten auch vereidigt werden, ja? Ja. Sie heißen Christina mit Vornamen. Sie sind 20 Jahre alt, in Wolfsburg geboren. Da wohnen Sie auch? Ja. Ja. Was machen Sie beruflich? Ich bin Kindergärtnerin. Und mit dem Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert? Nein, das nicht, aber ich war 4 Jahre mit ihm zusammen, leider. Was heißt denn leider? Du kannst doch nicht 4 Jahre in einer glücklichen Beziehung einfach so vom Tisch wischen. Hey, du hast mal hier überhaupt nichts zu sagen, ja? Was laberst du überhaupt für eine Scheiße, ja? Siehst du das hier? Siehst du das? Hä? Dämmert's dir vielleicht mal? Weißt du, was du mir angetan hast? Du weißt genau, dass ich sowas niemals tun würde, Christina. Nein, natürlich, das war meine Oma, oder wie? Wer meinst du, wer soll denn das sonst gewesen sein? Jetzt sag endlich die Wahrheit, ja? Erst willst du uns abhalten. Nein, erstmal sind Sie dran, mit der Wahrheit zu sagen, ja? Ich habe ja gesagt, Sie müssen hier die Wahrheit sagen und erst mal unsere Fragen hier beantworten. Ja, also ja? Ich will natürlich hier auch aussagen. Eben, und dann erzählen Sie uns mal, was in dieser Tatnacht war. Ja, also das war so, wir waren an den Abend, war ich und mein Freund, das ist jetzt der Sascha, wir waren auf dem Feuerwehrfest gewesen. Es war echt super Stimmung gewesen, wir hatten auch echt viel Spaß gehabt. Und es war aber auch dort Mixband, die hat dort gespielt und irgendwann kam halt der Mick auch an. Und dann hat er wieder angefangen, mich zuzulabern, von wegen, dass er mich liebt und dass er mich zurückhaben will und diese ganze Scheiße, wirklich. Und ich kann es wirklich nicht mehr hören, ich habe es ihm 1000 Mal gesagt, dass ich das nicht mehr will und er wird es einfach nicht verstehen. Und dann kam natürlich der Sascha und hat ihm das auch nochmal gesagt. Er wollte ihm einfach nur klar machen, dass er abhauen soll, dass da einfach nichts mehr läuft. Und der Mick, der hat einfach nur gemeint, so, ja, dass es ihm nichts anginge, was zwischen uns beiden wäre. Das ist doch so, oder? Ach was, Mann, das ist mein Freund und du sollst mich endlich in Ruhe lassen. Frau Kolding, ist der Angeklagte Ihnen gegenüber oder Ihrem Freund gegenüber schon mal handgreiflich geworden? Ja. Was hat denn das jetzt mit dem Verfahren zu tun? Lassen Sie doch bitte die Zeugin meine Frage beantworten, Frau Kollegin. Das ist durchaus eine Frage, die berechtigt ist, wenn sie entsprechend betont wird. Das ist eine Frage der Betonung, würde ich sagen. Also, ist er denn überhaupt jemals gewalttätig geworden? Ja, also das war schon am Anfang gewesen. Also ich hatte mit dem Mick Schluss gemacht und ich war gerade mit Sascha zusammen, da hat er das mitbekommen. Und dann ist er mal wieder total ausgerastet, ja. Wisst ihr, was er gemacht hat? Der geht einfach zu dem Auto, zu dem Cabrio von meinem Freund, hat die Antenne abgebrochen und dann hat er wirklich eine ganze Mülltonne genommen mit dem ganzen Dreck und hat den ganzen Scheiß da wirklich alles in dieses Auto reingetan. Ey, wissen Sie was? Also wer sowas macht, ja, der legt doch auf jeden Fall ein Feuer. Nee, also das sind jetzt wiederum Spekulationen, die Sie bitte für sich behalten. Das wollen wir hier nicht hören. Wie hat er denn reagiert, als er dieses Fest verlassen musste? Ja, also der hat nur noch rumgebrüllt, der hat sich furchtbar aufgeregt und hat insbesondere meinen Freund richtig bedroht. Und dann hat er nämlich noch gemeint, du wirst es bereuen, deine Existenz wird sich in Rauch auflösen. Das habe ich überhaupt nicht so gemeint. Es ist auch so, die Mühle wirft sowieso keinen Profit mehr ab. Wahrscheinlich hat der Ebner die Mühle selber angezündet, um die Versicherungssumme zu kassieren. Sag mal, was ist denn das für ein Schwachsinn? Meinst du, der zündet eine Scheune an, wenn wir da drin sind und riskiert unser Leben? Wo kommst du auf Ideen, Mensch? Also wirklich. Moment, haben Sie beide sich oder Sie sich mit ihm denn nachher noch mal ausgesprochen? Also vielleicht etwas andere Atmosphäre als hier? Nein, auf keinen Fall. Ich will mit dem nichts mehr zu tun haben. Ich habe ihm nur gesagt, dass er abhauen soll. Mhm. Noch Fragen? Keine weiteren Fragen? Dann als nächstes bitte den Herrn Ebner. Die Zeugin bleibt als Geschädigte 61-2 StPO unbeeidigt. Herr Ebner, nehmen Sie bitte hier vorne Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeuge die Wahrheit sagen müssen. Sie könnten auch vereidigt werden. Ja, ja? Ihr Personalien zunächst. Sie heißen Sascha Ebner, 24 Jahre alt. Sie sind in Berlin geboren, leben seit einem Jahr in Wolfsburg. Sie sind der Inhaber der Ebner-Mühle. Ja, ich war es, beziehungsweise, weil dieser nette Bauernlümmel hier hat ja alles abgefackelt. Wie kommt es überhaupt, dass so ein junger Mann wie Sie, der auch nicht von Wolfsburg ist, Inhaber von so einer Mühle? Ja, ich habe die Mühle von meinem Opa geerbt und ja, diente quasi als Existenzgrundlage für mich. Und deshalb bin ich auch in den Harz gezogen. Mhm. Und mit dem Angeklagten sind Sie nicht verwandt oder verschwägert? Nee, zum Glück nicht. Sie sind nach dem Feuerwehrfest nicht nach Hause gegangen, sondern sind in die Ebnermühle gefahren. Warum eigentlich? Ja, das war so. Also ich war mit meiner Freundin Chrissy auf dem Feuerwehrfest. Und ja, der Mick war dann auch da. Und der hat die ganze Zeit nur rumgepöbelt, hat mich andauernd angemacht und uns irgendwie andauernd bedroht. Und
Chrissy meinte halt einfach, es ist sicherer, wenn wir in der Mühle übernachten. Das heißt, Sie haben die Drohung ernst genommen? Ja, klar. Dem würde ich alles zutrauen hier. Du kennst mich doch überhaupt nicht, du Schnösel. Du weißt überhaupt nicht, was ich machen würde, was nicht. Du hast die Bude selber abgefackelt. So sieht's doch aus, weil du die Kohle brauchst. Ey, an deiner Stelle würde ich hier nicht so eine große Lippe riskieren. Echt. Sonst zeige ich dich noch wegen Verleumdung an, ja? Dann kannst du noch ein bisschen mehr Zeit im Knast verbringen. Naja. Also Ihre Rechtskenntnisse in allen Ehren. Aber wir wollen uns hier eigentlich an die Fakten halten. Ist er Ihnen denn gefolgt zum Lagerhaus? Ja, also wir sind vom Fest dann, wie gesagt, weg und er kam dann mit dem Motorrad noch mal hinterher, hat uns dann noch mal ganz toll einmal so umkreist, um uns irgendwie Angst zu machen oder keine Ahnung. Und als Chrissy dann gesagt hat, er soll abhauen, ist er dann auch abgezischt, zum Glück. Aber das war noch nicht bei der Mühle? Nee, wir waren erst auf dem Weg nach Hause. Das heißt, er wusste nicht, dass Sie in der Mühle übernachten? Nee, eigentlich, wir waren, wie gesagt, auf dem Weg nach Hause und sind danach dann erst Richtung Mühle gelaufen. Mhm. Um wie viel Uhr war es denn, als Sie an der Ebene Mühle ankamen? Das war ungefähr 2:30. Und ist Ihnen da irgendwas Verdächtiges in der Mühle aufgefallen? Nee, am Anfang nicht. Wir sind ganz normal ins Bett gegangen. Gegen 3 bin ich dann noch mal wach geworden, weil ich irgendwas gehört habe. Das klang wie ein Türschlagen. Da bin ich dann runtergegangen, habe nachgeguckt und komischerweise war die Tür offen, obwohl ich sie abgeschlossen hatte vorher. Habe dann auch noch rausgeguckt, ob jemand da ist, aber ich habe halt nichts gesehen und weiß nicht, habe mir dann auch nicht groß Gedanken gemacht und bin wieder zurück ins Bett. Wer hat denn außer Ihnen noch Schlüssel für die Mühle? Der Lagerverwalter, aber der war zu der Zeit in Italien. Mhm. Ersatzschlüssel sowas, wo bewahren Sie die auf? Ja, Ersatzschlüssel, die bewahre ich zu Hause auf. Da ist, ja, weil es sicher ist. Und obwohl, dem Oliver Binder, dem habe ich einmal einen Schlüssel gegeben, weil der nach Feierabend noch im Lager gearbeitet hatte, weil wir eine Lieferung bekommen sollten. Aber der hat mir den nächsten Tag auch sofort zurückgegeben. Also kann auch nichts. Kann es sein, dass der Herr Norman einen Schlüssel hat? Nee, ich denke nicht, nein. Sind Sie absolut sicher, dass Sie die Tür abgeschlossen hatten? Ja, eigentlich schon. Ich habe sie selber abgeschlossen, da ist kein Zweifel. Mhm. Wann haben Sie dann eigentlich das Feuer bemerkt? Das Feuer bemerkt haben wir 4 ungefähr. Da sind wir dann wach geworden, da war schon überall war Rauch. Und wir haben dann noch probiert, Chrissy und ich, wir wollten zur Lagertür laufen, aber da war kein Durchkommen mehr. Und der Oliver Binder hat uns dann zum Glück gefunden. Oliver Binder, das ist derselbe, der bei Ihnen auch im Lager ab und zu arbeitet. Ja, das ist derselbe. Der arbeitet bei der Freiwilligen Feuerwehr. Keine Fragen mehr an den Herrn Ebner. Dann bitte als nächstes den Herrn Degen. Bleibt ebenfalls Geschädigter, 61-2 StB unbeeidigt. Setze ich auch nach hinten, bitte. Herr Degen, nehmen Sie bitte vorn Platz. Als Zeuge muss man die Wahrheit sagen, Sie könnten auch vereidigt werden. Ja? Ja. Ihr Personalien zunächst, Sie heißen Wolfgang Degen. 34 Jahre alt, in Wolfsburg geboren, da leben Sie auch, der Familie. Richtig. Von Beruf, Landwirt. Ja. Und mit dem Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert. Keineswegs. Sie sind der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wolfsburg und haben den Einsatz geleitet an dem fraglichen Abend. Ja, das Brandeinsatz an der Ebenermühle, stimmt. Wann wurde denn das Feuer gemeldet? Das muss circa 4 Uhr gewesen sein. Mhm. Die Frau vom Nachbargrundstück, die hatte ihren Hund ausgeführt. Und daraufhin hatte sie wahrscheinlich den Brand entdeckt, direkt gemeldet. Und als der Alarm einging, bin ich dann direkt zum Gerätehaus hin. War denn dann schon jemand da, als Sie da eingetroffen sind? Der Gerätewart war da gewesen. Sonst niemand? Und Oliver Binder war da gewesen. Der arbeitet ab und zu in der Mühle und es war auch ganz gut gewesen, dass er da war. Er hatte noch spezielle Löschmittel mitgebracht, weil in der Mühle auch landwirtschaftliche Produkte lagern, wie Spezialdünger. Die sind natürlich sehr schnell entflammbar und da können auch giftige Gase entstehen. Und ich habe mich eigentlich gefreut darüber, dass der Herr Oliver Binder da noch zu Ort war und Löschmittel am Vorabend vorbeigebracht hat, als ob er das Ganze geahnt hätte. Wussten Sie eigentlich, dass da die Frau, Frau Golling und der Herr Ebner in der Mühle sind? Nein, also ich habe nicht angenommen, dass da irgendjemand drin war. Und ich hatte auch keine Veranlassung gesehen, Männer von mir reinzuschicken, weil wir keine Menschenleben in Gefahr wussten. Dachten wir, es wäre dann doch sinnvoller, das Feuer von außen einzudämmen. Mhm. Aber der Oliver hat dann geistesgegenwärtig, warum auch immer, Atemmaske geholt, ist da reingegangen und also, ich sag mal, einen selbstlosen, lebensrettenden Einsatz da geleistet. Und ich denke, ich werde ihn auf jeden Fall bei unserem Bürgermeister vorschlagen, dass er da eine Auszeichnung für bekommt. Das ist ja gut. Noch Fragen an den Zeugen? Keine weiteren? Dann bitte den Herrn Binder als nächstes. Der Zeuge, denke Zeuge Binder, Verzicht bitte. Unbeeidigt, 61,5 StPO. Nehmen Sie bitte hinten Platz. Herr Binder, bitte. Auch
Sie wissen, Sie müssen als Zeuge die Wahrheit sagen. Sie könnten auch vereidigt werden. Ja? Ihre Personalien zunächst. Sie heißen Oliver Binder. Genau. 20 Jahre alt, in Wolfsburg geboren, ledig und Sie leben auch in Wolfsburg? Ja. Mit dem Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert? Nein, bin ich nicht. Sie waren ja mit Ihrem Einsatzfahrzeug der Erste, der am Einsatzort eintraf. Erzählen Sie doch mal, was Sie da gesehen haben. Ja, und wie Sie schon richtig sagten, war ich als Erstes am Einsatzort. Und da habe ich gesehen, war alles schon am Brennen. Mhm. Hinten war Qualm, Rauch, alles war vernebelt. Ich habe sofort meine Atemschutzmaske gesucht, habe sie gefunden, aufgesetzt und bin sofort rein. Und wollte gucken, ob es da noch irgendwas zu retten gibt. Und ja, das war's. Und? Ja, und gab es was zu retten? Ja, dann habe ich halt nachgeguckt und dann lagen sie halt vor dem Büro, hier, Chrissy, der Herr Ebner. Mhm. Haben Sie denn da, als Sie rein sind, irgendwelche Aufbruchsspuren bemerkt? Nein, habe ich nicht. Mhm. Wie sind Sie dann in die Halle reingekommen? Mit einem nachgemachten Schlüssel. Mhm. Warum haben Sie einen nachgemachten Schlüssel? Ich dachte, es wäre gut so für einen Notfall, wenn ich auch einen hätte. Mhm. Das heißt, Sie haben beim Herrn Ebner arbeiten da nebenbei oder hatten nebenbei gearbeitet und haben sich selber einen nachgemacht? Ja. Von seinem Schlüssel. Und warum hat sie einen nachgemacht? Ja, weil ich halt gedacht habe, es wäre sicher, wenn ich auch einen hätte. War das mit Herrn Ebner abgesprochen? Nein. Mhm. Sagen Sie mal, wussten Sie eigentlich, dass die Frau Golling und der Herr Ebner in der Halle sind? Nein, woher? Das kann ich nicht wissen. Warum sind Sie dann überhaupt rein? Sie wussten ja, dass das eigentlich nur eine Lagerhalle ist. Warum sind Sie dann überhaupt rein, wenn Sie nicht wussten, dass die beiden drin sind? Ja, ich hatte so eine komische Vorahnung. Ich hatte so ein mulmiges Gefühl im Magen, als ob irgendwas Wichtiges zu tun wäre. Irgendwie habe ich langsam eine andere Ahnung. Ich hätte mal eine Frage. Sie waren ja als Erster dort am Tatort. Mhm. Und wo waren Sie denn vorher? Weil von Ihrem Heimatort dorthin, da haben Sie einen ziemlich langen Anfahrtsweg. Ja, und zwar war bei uns in Wolfsburg ein Feuerwehrsfest. Und da habe ich noch abends im Festzelt aufgeräumt. Oliver, irgendwie kann das aber nicht ganz hinhauen. Ich bin kurz vor 4 noch mal zurück zum Zelt, weil ich einen Schlüssel vergessen hatte. Und da war keiner mehr. Doch, klar. Ich war kurz zum Container, den Müll rausbringen. Ich habe aber auch nirgends mehr dein Auto gesehen. Oder hast du den Müll mit deinem Wagen weggebracht? Das kann ich mir irgendwie nicht ganz erklären. Und jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, sag mal, woher hast du eigentlich so genau gewusst, dass es die Ebnermühle war? Die Frau, die nämlich den Brand gemeldet hat, und das haben wir auch auf dem Protokoll gehabt, wo wir das vom Notruf her übernommen haben für die Papiere, die hat zuerst aus Versehen gesagt, das wäre die Fischermühle. Also irgendwie komme ich da jetzt nicht ganz mit. So, Herr Binder, jetzt mal hier raus mit der Sprache. War es nicht eher so, dass Sie dorthin gefahren sind, die Lagerhalle aufgesperrt haben mit dem Nachschlüssel und das Feuer gelegt haben? Leo, Sie müssen überhaupt nichts sagen, wenn Sie sich selbst belasten würden. 55. Ich habe das Feuer nicht gelegt. Also ich zur Mühle gekommen bin, da spricht wirklich alles dafür, dass Sie das Feuer gelegt haben. Aber ich habe den Mick doch aus der Halle laufen sehen. Das ist ja wohl gelogen. Und selbst wenn natürlich getan hätte, ich es hätte, ich sicher nicht auf dich gewartet, dass du vorbeikommst. Unglaublich. Ich hab dich doch gesehen, Mensch. Ach, Quatsch. Also, Herr Binder, ich schätze, wir werden uns wiedersehen in einem Verfahren, das gegen Sie gerichtet sein wird. Seid ihr alle irgendwie verrückt? Denkt ihr, dass ich sowas mache? Also, das kann ich gar nicht. Ich krieg irgendwie langsam den Verdacht, dass nur du das gewesen sein kannst. Nein! Versteh nicht, ich kann das nicht gewinnen. Ich kann das nicht. Sag mal, ich hab sie doch gerettet. Ich hab doch alles gelöscht. Überlegen Sie sich mal, dass hier ein Unschuldiger auf der Anklagebank sitzt und dass Sie dafür wahrscheinlich verantwortlich sind. Ja, ich hab die zwei doch gerettet. Ich hab wirklich Besseres verdient. Naja, das Retten. Was? Wer hat was Besseres verdient? Ich hab wirklich was Besseres verdient. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Ist vielleicht auch besser so, Herr Binder. Keine Fragen mehr, wenn er nichts mehr sagt, denke ich. Keine Anträge mehr. Keine. Bleibt als Tatverdächtiger nach 60.2 StPO unbeeidigt. Setzen Sie sich auch irgendwo da nach hinten. Keine weiteren Anträge, dann denke ich, schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, bitte. Hohes Gericht, Frau Verteidigerin.
Oliver Binder war der große Held des Tages. Demnächst ist er Angeklagter in einem Verfahren wegen schwerer Brandstiftung. Am Abend vor der Tat hatte der Zeuge Binder speziell Löschmittel besorgt. Er hatte einen Schlüssel gehabt für die Ebnermühle. Er wusste auch sofort, dass die Fischermühle eigentlich die Ebnermühle sein muss. Er war als Erster vor Ort und er wusste außerdem, dass sich Menschen ausnahmsweise in der Ebnermühle befanden. Was sollte das Ganze? Herr Binder wollte endlich einmal im Mittelpunkt stehen. Er wollte Anerkennung bekommen. Zwar hatte der Angeklagte auch Motive, aber Motive allein sind es eben nicht. Er hat die Tat nur mal nicht begangen, deshalb ist der Angeklagte freizusprechen. Danke, Herr Staatsanwalt, Frau Verteidigerin. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, wie man heute wieder gesehen hat, ist nicht immer alles so, wie es scheint. Und hätte die Staatsanwaltschaft vernünftig ermittelt, dann hätte sie bereits im Vorverfahren erkannt, dass der Angeklagte nicht der wahre Täter ist. Und man hätte ihm diese heute wirklich traumatische Erfahrung, nämlich so eine Hauptverhandlung zu erleben, ersparen können. Selbstverständlich schließe ich mich sonst im Vortrag der Staatsanwaltschaft an. Vielen Dank. Danke, Frau Verteidigerin. Sie können selbst noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Ich bin eigentlich nur sehr froh, dass am Ende doch die Wahrheit rausgekommen ist. Dann ziehe ich mich kurz mit den Schöffen zurück. Ich verkünde im Namen des Volkes folgendes Urteil. Der Angeklagte Michael Neumann wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Angeklagten trägt die Staatskasse. Nehmen Sie Platz. Ich kann mich äußerst kurz fassen. Die Argumente sind alle schon gewechselt. Es gab nur einen, der den Angeklagten gesehen hat bzw. gesehen haben will beim Verlassen der Halle, und das war der Zeuge Binder. Und was von dessen Glaubwürdigkeit zu halten ist, das haben wir, denke ich, heute alle selbst hier miterleben können. Der scheint ganz besonders eigenes Interesse daran zu haben, jemand anderen zu beschuldigen. Ich denke, das Urteil werden Sie so akzeptieren, nachdem es Ihren Anträgen entspricht. Rechtsmittelverzicht beidseits, dann ist das Urteil rechtskräftig. Sie sind endgültig freigesprochen. Naja, und Herr Binder, wenn es bei Ihnen zu einer Verurteilung kommen sollte, dann können Sie sich schon mal darauf einstellen, es wird eine mehrjährige Haftstrafe geben, die mit Sicherheit nicht zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Ich denke, da ist demnächst richtig Feuer unterm Dach im Hause Binder. Sitzung ist geschlossen.